Ich glaube, es könnte hier an der Stelle etwas knifflig werden. Flair Block. Jo. 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 Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. The world can't blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen diesmal das Intro direkt vom Enduro-Bike. Es ist immer ziemlich schwierig, jedes Mal Leute zu finden, die einem beim Film unterstützen oder die mit Fahrradfahren gehen, weil alle Jungs, mit denen ich so Fahrrad fahre oder mit denen ich Film gehe, die arbeiten meistens im Schichtsystem. Deswegen bin ich heute allein unterwegs, mache mich auf die Suche nach fetten Spots, die wir senden können. Ich habe die GoPro dabei, ich habe aber auch die Kamera dabei, die ich dann immer mal irgendwo aufstellen kann und wo wir das Ganze auch von außen sehen. Ich bin eben, wie gesagt, auf dem Enduro-Bike unterwegs. Hier ist noch das Kit dran vom Bikehack-Video. Vielleicht brauche ich es ja heute. Dreimal klopfen, dass ich es eigentlich nicht benötige. Wir wollen ja keine Platten, aber ich bin vorbereitet, wenn einer kommen sollte. Können wir hier irgendwie drüber über so ein Ding? Erste Challenge, wir fahren mit dem Enduro über den Holzhaufen. Ich glaube, es könnte hier an der Stelle etwas knifflig werden. Den holen wir uns. Oh, was geht? Ey, hier setzt auf. Sonst hätte es geklappt. Schade. Ich glaube, da müssen wir von hier irgendwie hier rüber setzen, weil hier ist es flacher. Ja! Ja! Nächster Spot sind jetzt hier so ein paar fette Treppen. Einmal hier runter und dann geht es da unten noch weiter. Man hat leider gar keinen Anlauf, also ich kann nicht gappen, aber wir senden auf jeden Fall mal gut da rein und ballern ein paar Treppen runter. Ich habe die Kamera schnell nach unten aufgestellt. Right to end. Bandit. Ja. Ja. Sweet. Und ab zum nächsten Spot. Ich habe aufs Dirtjump-Bike gewechselt, bin jetzt an so einem Mini-Spot vorbeigekommen, der ist eigentlich gar nicht der Rede wert. Geht einfach da drauf, hier wieder runter und die Straße hier kann man als Landung benutzen. Hoch ist es, naja, hier vorne vielleicht eine Laufradhöhe, da wo ich dann abspringe. Ich habe mir jetzt gedacht, wir nehmen es einfach mit, bevor wir dran vorbeifahren. Ich mache da einen Tailwhip runter, Bunnyhop Tailwhip ins Flat. Ab geht's. Wir sind ja auf dem Enduro unterwegs, die können wir ja echt mal versuchen hoch zu paddeln. Eins geschafft, Nummer zwei, Nummer drei. Yo.
Hier kommen vielleicht noch ein paar Treppen. Jawohl. Muss gucken, dass keiner kommt. Nee, alles frei. Jo. Jo. Und auf die Eisen, hier ist die Straße. Ja. Und es fängt auch leider gerade echt an mit Nieseln. Ich weiß nicht, ob ihr es auf der Linse seht. Ich hoffe, es hört gleich wieder auf. Wir befinden uns jetzt direkt hinter der Skatehalle in Chemnitz. Und hier wird gerade eben aus ganz vielen alten Rampen so ein Resterampenparcours aufgebaut. Und es hat jetzt schon ziemlich angefangen mit Regnen. Die Rampen hier, die grünen, die sind vom Belag her viel zu rutschig. Aber wir kriegen auf jeden Fall eine kleine Line auf diesen Holzobstacles hin. Sketchy, wir stellen uns erstmal unter. Hier muss es sein, der nächste Spot. Yes! Wir sind am nächsten Spot angelangt. Hinter mir seht ihr endlose Treppen. Die hat mir mal einer per Instagram geschickt. Ich habe leider deinen Namen nicht abgespeichert, sondern bloß die Location gescreenshottet. Die Treppen kannte ich leider noch nicht. Danke fürs Zeigen. Er hat mir die Location eben geschickt und ich bin jetzt hierher gefahren. Ich stelle die Kamera irgendwo an die Seite, damit wir auch ein Bild von außerhalb haben. Ansonsten switchen wir gleich erstmal auf die Helmkamera und senden mal hier runter. Es hat übrigens aufgehört mit Regnen. Es ist trotzdem noch ein kleines bisschen nass, aber die Sonne kommt schon wieder raus. Treppen sind frei, es kommt keiner. Ich war gerade unten gucken und habe die Kamera noch aufgestellt. Ab geht die Post. Yes! Yo! Nice! Ja. Hat die Waffe gut gemacht. Das feiern wir doch mal mit einem kleinen, aber feinen Crankflip Drop. Wir sind am letzten Spot angekommen, hier bei diesem kleinen, aber feinen Skatepark. Mich wundert es eigentlich, dass der noch so trocken ist. Ich hätte gedacht, der ist komplett überflutet, aber haben wir Glück. Ich wollte eigentlich noch zu einem anderen Spot, da war aber die Anfahrt durchs Gras komplett nass und dann geht es an so einen Wallride und das hätte nicht geklappt, da wäre ich komplett weggeschmiert, weggerutscht, hätte voll den Schwung verloren. Deswegen habe ich gedacht, fahren wir jetzt hier hin. Ich fahre mal eine Runde durch den Pool, fahre mich ein und dann machen wir noch zwei, drei Tricks. Wir droppen gleich mal rein und springen die Spine. Jo. Hier raus, da rein, jawohl. Bar-Tip, wieder rein. Bar-Tip und Bar-Spin rein. Yes. Oppo-Bar. Und Foot-Jam. Oppo-Bar, Bar rein. Yes. Starten die Line gleich. Über die Spine. Manuell um den Pool. Oh, nicht darunter. Hier manuell. Und Flare Clock. Starten die Line gleich. Über die Spine. Manuell um den Pool. Oh, nicht darunter. Hier manuell. Und Flare Clock. Juhu.
ganz zum Abschluss des Videos habe ich noch jemanden gefunden, der mir die Kamera nochmal halten kann. Und wir machen den Flair nochmal eine kleine Zugabe und er filmt mal von der Seite. Da kommt das Ganze, glaube ich, ein bisschen geiler und auch mit Bewegtbild. Danke. Bei uns. Dankeschön. Das war's von den Street- und Skatepark-Challenges. War auf jeden Fall auch eine Challenge, das Video selber zu filmen, aber mit Hilfe der GoPro und mit Hilfe der Kamera hat es geklappt. Man hat natürlich kein Bewegtbild und es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil man nicht ganz weiß, wo stellt man jetzt die Kamera am besten hin, dass jetzt keiner kommt und die im Vorbeigehen wegschnappt. Das war eigentlich die größte Challenge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mal ein bisschen ein anderes Konzept, aber wir wissen uns ja zu helfen. Wenn mal keiner Zeit hat, dann filmen wir das eben selber. Die nächsten Videos kommen aus Spanien und von Spanien geht es dann zum Crankworx nach Whistler. Ich hab Bock. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr seid die geilsten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.